Also es gibt natürlich Themen, die ich nicht angehen würde, ja. Kenn ich, es gibt Tage, ja. Da berührt dich dieser Twitter-Kommentar der Fiese viel mehr als andere Tage. Ja. Und das ist etwas, was ich auch wirklich, also mir auch selber nochmal bewusst gemacht habe, dass so sehr ich für das Freie bin, dass ich persönlich natürlich gewisse Grenzen habe. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Marc spricht mit heute der großartigen Jasmin Kosubek. Jasmin, hallo, schön, dass du in meinem Friseursalon bist. Ja, hallo Marc, danke, dass du meine Haare nicht geschnitten hast. Ja, ja, noch ist nicht. Auch ganz, bleib da einfach. Ja. Okay. Ja, wir sind hier bei Friedrichs Barbershop und hier wird Tacheles geredet. Ich versuche die Leute zu rasieren. Hier mache ich die Haare. Nein, Spaß beiseite. Es ist schön, dass du da bist. Du warst auf dem Panel bei meinem Event Marc lädt ein in Metzingen. Wie hat es dir gefallen? Ja, es gefällt mir gut. Es ist immer interessant, wenn man auch die einzige quasi Frau ist, die bei solchen Veranstaltungen zugegen ist. Ich denke dann immer so spielerisch an dieses Wort, so Quotenfrau, ne? Was natürlich überhaupt nicht stimmt, weil ich habe ja was geleistet, um da zu sein, wo ich bin. Deswegen passt es nicht ganz. Ich weiß, aber es ist trotzdem etwas, was mir einfach auffällt, dass ganz viele Männer da sind. Ich habe nichts dagegen. Es sagt nur, dass es mir auffällt. Bist du sexistisch? Manchmal. Und es sind auch Gedanken, die ich mir vor kurzem gemacht habe, dass ich manchmal sexistisch bin, dass ich positiven Sexismus total gut finde. Ja. Ja, also wenn mir jemand die Tür aufhält, mich zum Essen einlädt, finde ich großartig. Ja. Aber es ist auch archaisch bedingt, denke ich mal. Das wollen. Also der Mann ist der Jäger, der Sammler und die Frau möchte auch ein bisschen umgarnt werden und geliebt werden. Also oder? Ich glaube tatsächlich, und ich habe mich darüber mal lustig gemacht, weil ich habe ein Buch gelesen und da wurde dann auch Jäger und Sammler gegendert, also JägerInnen und Sammlerinnen. Okay. Ich habe mich schwer darüber amüsiert. Ja? Aber ich glaube, dass das tatsächlich alles nicht ganz so stimmt über die Vergangenheit. Dass, ich befürchte, dass auch Frauen gejagt haben, wahrscheinlich als sie jünger waren, bevor sie Kinder gekriegt haben. Und Frauen haben gesammelt. Ne? Aber wie immer. Das alles, ja, irgendwie schon. Ne? Aber was du hinaus wolltest, dass dieses Archaische, ich glaube, dass Frauen irgendwie beschützt werden wollen in gewisser Weise, ich glaube, das stimmt. Ist auch schön, finde ich. Und ich finde auch, das ist jetzt keine typische altmodische Rollenverteilung, sondern das ist halt so in des Menschen Seele wahrscheinlich eingebrannt oder ist halt so, möchte man auch. Mhm. Jeder möchte mal in den Arm genommen werden, jeder möchte mal irgendwie umgarnt werden, fürsorglich und so weiter. Deswegen ist es völlig legitim. Aber ich kann dir ganz klar sagen, es war nicht die Absicht zu sagen, wir ziehen jetzt eine Quotenfrau heran, beziehungsweise ich mache mir überhaupt keine Gedanken. Wir laden die Leute ja nach ihrer Qualität, nach ihren Inhalten ein, nicht nach ihrem Aussehen und nach ihrem Geschlecht und so weiter. Sonst müssten wir ja 74 unterschiedliche Geschlechter auf der Bühne haben. Und es ist uns leider noch nicht gelungen. Nein, aber trotzdem ist es ja, eben, das glaube ich dir auch, und trotzdem fällt es ja doch auf, dass ich offenbar, also in dem Sinne unterrepräsentiert bin, es gibt nicht so viele. Genau. Ja, das meine ich damit. Du bist eine seltene Spezie, was ja für dich spricht, dass du da in einer gewissen Art und Weise einzigartig bist. Letztes Jahr hatten wir Ulrike Gorot zum Beispiel da. Ne? Und da war sie auch die einzige Frau auf dem Panel. Und ich habe dieses Jahr auch Monika Gruber eingeladen. Ich habe Isabel Schnabel von der EZB eingeladen. Aber da kamen halt leider Absagen aus terminlichen Gründen oder weil man halt Kontaktschuld hatte. Aber natürlich ein Aufruf an alle fähigen Frauen da draußen. Gerne lade ich euch ein aufs Panel oder auf das nächste Marc lädt ein. Also gerne bewerben. Nein, aber wir gucken immer, dass wir natürlich versuchen, die interessantesten Menschen, die Leute auch umtreiben, einzuladen. Jetzt sehen wir ja deinen Kanal, auf dem ich ja auch schon dankenswerterweise war, stark wachsend. Das freut mich sehr und ich kann auch jedem natürlich nur empfehlen, schaut bei Jasmin vorbei, ich werde es unten verlinken. Und unbedingt. Wenn ihr bei uns ein Abo da lasst, lasst auch gerne bei ihr ein Abo da. Danke. Sehr, sehr gerne, von Herzen gerne, weil ich finde ja auch, du machst großartige Arbeit, unaufgeregte Gespräche, kritische Nachfragen, sehr ausgewogen, interessante Gäste, wie ich finde, immer wieder. Also ich schaue es immer wieder gerne. Und einfach mal abchecken, wie war jetzt für dich das letzte Jahr? Du bist von ein paar tausend Abonnenten, das saßen wir noch auf dem Weg nach Berlin zusammen, wo du gesagt hast, Mensch, hey, boah, ob ich das alles pack? Und jetzt bist du bei 168.000? Nicht ganz. Also wir sind jetzt, also ich bin jetzt knapp unter 150.000. Ach, knapp unter. Aber nach dem Video bei 160, keine Sorge. Und ja, ich hoffe es doch. Also ich freue mich natürlich. Und es ist auch, ich kann auch verstehen, jetzt wird der ein oder andere da, ne, der das jetzt anguckt, ach, geht's nur um die Abonnenten und so weiter und also ein bisschen Ego ist natürlich dabei, das gebe ich ganz offen zu. Mhm. Aber es ist auch diese Frage nach Reichweite, weil je größer die Reichweite, desto mehr Möglichkeiten hast du, interessante Gesprächspartner anzulocken. Du hast ja ganz krasse Leute bei dir, auch Hochkaräter. Und deswegen merkt man das ja auch. Ne, dass vor man allem heute einfach, jetzt, dass man da einfach andere Leute auch anziehen kann. Und aktuell würde ich sagen, ist das Wachstum etwas langsamer als sonst.
Aber diese Phasen, die wirst du auch kennen, gibt es immer bei YouTube. Und die sind frustrierend, aber die Devise ist weitermachen. Ja. Ganz einfach weitermachen. Genau. Genauso wie das, was du machst, auch mit diesen Events einfach weitermachen. Mhm. Ja. Steht der Tropfen, hüllt den Stein. Ja. Und ich finde ja auch, Qualität und Authentizität setzt sich immer durch. Also ich hätte nie gedacht, dass wir irgendwann mal Events machen, wo 1000 Menschen kommen, dass da überhaupt ein Markt dafür da ist. Irre, dass, dass ich mit 400, über 400.000 Abonnenten habe, die sich tatsächlich mit so Themen wie Bitcoin, Geopolitik oder politischem Diskurs auseinandersetzen oder Corona und so weiter. Gibt es irgendwelche Themen, wo du sagen würdest, die würde ich im Kanal nicht anfassen? Da habe ich selber ein bisschen Sorge davor oder Kontaktschuld. Also es gibt natürlich Themen, die ich nicht angehen würde, ja. Darf ich fragen, was es so wäre? Kannst du fragen, würde ich jetzt aber on-camera tatsächlich nicht sagen. Oh, krass, so krass, okay. Ja? Gibt es Personen, wo du sagst, du würdest nicht einladen? Das würde ich jetzt auch niemals namentlich hier vor der Kamera sagen. Weil ich, selbstverständlich gibt es Leute. Und es ist auch gar nicht so, dass jetzt irgendein Name da präsent ist. Aber wie ich auf dem Panel auch gesagt habe, natürlich sind wir gegen Cancel Culture. Wir halten nichts von diesem Thema Kontaktschuld. Wir möchten Menschen nicht ausgrenzen. Und gleichzeitig hast du, habe auch ich, Grenzen von Personen, mit denen wir sprechen wollen und mit denen wir uns in der Öffentlichkeit zeigen möchten. Absolut. Und das ist etwas, was ich auch wirklich, also mir auch selber nochmal bewusst gemacht habe, dass so sehr ich für das Freie bin, dass ich persönlich natürlich gewisse Grenzen habe. Und das ist auch in Ordnung so. Und dafür schäme ich mich auch nicht. Und natürlich, ganz ehrlich, natürlich bin ich um eine Ecke toleranter als vielleicht jetzt manch anderer. Ist selbstverständlich. Aber auch ich habe Grenzen, auf jeden Fall. Definitiv. Ja, geht mir genauso. Also es geht auch um Sympathien. Ich würde niemanden einladen, der mir unsympathisch ist, egal wo er steht. Ist das politisch so? Ja, tatsächlich. Weil das würde ich tatsächlich machen. Also die Sympathie ist nicht so der Punkt bei mir. Nee, also nee, sag mal so, es muss jetzt keine Sympathie sein, aber wo ich einfach so von meinem Bauchgefühl weiß, das ist ein schlechter, böser Mensch. Und das hat man ja manchmal, wo du einfach, da läuft der eiskalten Rücken runter bei manchen Menschen, wo du einfach weißt, okay, also zum Beispiel, kann ich sogar namentlich erwähnen, ich habe mal jemanden getroffen von Goldman Sachs im Flugzeug und ich saß neben dem und ich wusste sofort, der ist einfach evil. Und es hat sich auch später so herausgestellt, aber ich habe es gespürt. Es war mir zuwider, allein neben ihm zu sitzen. Und das ist schon so ein Zeichen. Aber gut, das ist halt ein eigenes Gefühl. Vielleicht finden andere den ganz knorke. Aber ich würde auch keinen komischen Leuten irgendeine Plattform liefern, wo ich weiß, dass die jetzt irgendwelche Leute abzocken mit irgendwelchen Scams oder so. Ja, hier Daytrading oder kommt auf die Kryptobörse und so weiter. Weil die Anfragen habe ich ja täglich, auch sogar gegen Geld, wo ich sagen würde, das ist für mich einfach eine rote Linie, würde ich niemals überschreiten, weil die Reputation, die wir aufbauen, das Vertrauen, das ist auch Verantwortung, finde ich. Und damit würde ich niemals spielen, weil die Leute, die vertrauen mir ja teilweise. Und die werden ja schon teilweise gescammt, weil irgendjemand über eine Telegram-Gruppe, die auch so heißt wie ich, sagt, hier, ich mache mit dir Daytrading. Und das wirst du auch dann irgendwann erleben tatsächlich. Ja, ja, doch, diese Gruppen, diese Scams, die kenne ich natürlich und die Anfragen. Und da muss man filtern, weil man bekommt natürlich auch E-Mails und Interviewvorschläge, die großartig sind. Und das ist halt die Kunst, das irgendwie herauszufiltern. Ja. Und dass da natürlich es auch passieren kann, dass da mal ein ganz großartiger Vorschlag so hinten rüberfällt, ist einfach so, das gehört dann einfach dazu. Aber was du jetzt meintest mit Personen, die auf dich wie so evil, also böse, toxisch oder toxisch sind, böse wirken, da frage ich mich immer, wie viel davon ist wirklich so und wie viel davon ist Projektion? Und das sind halt so Dinge, mit denen ich mich natürlich auch beschäftige. Und wenn man so in Gespräche geht mit anderen Personen, du kennst das bestimmt auch, mit manchen hast du so einen Flow, weil du dich so energetisch, okay, das ist jetzt ein bisschen ESO, aber sei es drum, ein bisschen verbinden kannst. Und bei anderen, denen kannst du auch reden. Ja, passt halt nicht. Aber nicht. Das fließt einfach nicht genau gleich. Ja, und das ist immer wieder interessant, auch irgendwie so zu reflektieren nach diesen Gesprächen, die ja doch, auch wenn es Fachgespräche sind, irgendwie sehr intim sein können. Absolut. Und das fällt mir zum Beispiel extrem auf. Und deswegen stelle ich einfach in Frage, ob Menschen wirklich evil sind oder wie viel ich davon von mir rein projiziere. Und die Frage, ob Menschen überhaupt wirklich so bösartig sein können oder ob sie mit den besten Absichten handeln, die für uns aber wie evil erscheinen. Genau, weil du weißt ja, der Weg in die Hölle ist gepflastert mit guten Absichten. Ja. Ist so. Ist leider ein sehr wahres Sprichwort. Ja. Bist du eigentlich religiös? Glaubst du an Gott? Wegen Hölle jetzt? Ich glaube an eine höhere Macht. Also ich glaube zu wissen, dass ich das schon live erlebt habe. Ich glaube jetzt nicht an die Kirche. Also Kirche bin ich ausgetreten. Das ist für mich auch teilweise evil und so. Und halt Money Grabbing und so weiter. Das ist halt ein geiler Businessplan gewesen. Aber tatsächlich glaube ich an eine höhere Macht, weil ich halt da schon Erfahrungen gemacht habe. Können wir dann bei dir mal auf dem Kanal wieder drüber sprechen. Glaubst du denn an Gott oder an
die Kirche? Also aus der Kirche bin ich auch ausgetreten. Ah, davon halte ich jetzt nicht unbedingt so viel. Ich bin quasi katholisch kultiviert. Ja? Also ich bin Kulturkatholik, auch schon immer irgendwie gewesen. Und ich finde die katholische Kirche auch mit den ganzen Dramen, die sie so hat, irgendwie auch interessant. Das gehört zur Geschichte einfach dazu. Ja? Aber ich halte jetzt auch nicht so viel von organisierter Religion, wie viele Leute in Deutschland, die ja auch aus der Kirche ausgetreten sind. Ne? Aber an einen Schöpfer oder an das Schöpferische, wenn man so möchte, ja, auf jeden Fall, das ist für mich quasi, das steht für mich gar nicht zur Debatte. Das ist für mich ganz offensichtlich, dass das dass etwas da ist. Und vielleicht tendiere ich eher natürlich in diese eine Richtung. Ne? Es gibt quasi ein Bewusstsein und das erlebt sich quasi durch uns, sich selbst und so weiter und so fort. Wird dem einen oder anderen vielleicht auch etwas sagen, ne, wenn man so von Non-Dualität und so spricht. Aber ja, also das Schöpferische existiert auf jeden Fall. Auch da bin ich super tolerant. Also ich habe kein Problem mit Menschen, die sagen, sie sind Atheisten oder glauben, nach dem Tod ist alles vorbei. Aber ich persönlich habe einfach die Erfahrung gemacht, verschiedene Erfahrungen, wo ich einfach weiß, okay, da ist mehr zwischen Himmel und Hölle, das, was wir sehen können, was wir spüren können. Himmel und Hölle, ist witzig, dass du Hölle sagst. Ja, ja. Immer. Ja. Aber was ist denn für dich, für Jasmin Kosubek, der Sinn des Lebens dann? Ja, das ist so spannend, ne? Also gerade wenn du mich, also weißt du, in einem Jahr habe ich vielleicht eine andere Antwort darauf. Und wenn du mich jetzt fragst, dann würde ich sagen, der Sinn des Lebens besteht darin, auch zu lernen und zu wachsen. Und ich glaube, das ist das, warum wir hier sind, um zu schöpfen. Ja? Und das ist quasi, dass wir fortlaufend das auch tun. Ne? Die ganze Welt ist zyklisch. Wir atmen ein, wir atmen aus. Es ist Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Alles ist so zyklisch. Und dass wir uns auch in diesem Fluss irgendwie in gewisser Weise bewegen. Und für mich ist es wichtig, dass ich lerne, dass ich schöpferisch tätig bin und dass ich wachse. Und das würde ich dir jetzt gerade sagen, ist der Sinn des Lebens. Ja. Spiegelt sich das auch wieder in deinem Tun wieder, in deiner Berufung, in deiner Arbeit? Ich würde schon sagen, ja. Auf dem Panel habe ich ja gesagt, ne, klar hinterfrage ich auch manchmal, warum mache ich das einfach? Warum habe ich nicht einfach eine Beschäftigung in irgendeinem Konzern, ein gutes Geld verdient und regelmäßig vor allem, wichtig, ne, da kommt immer dasselbe Geld rein. Ich muss keinen Steuerberater bezahlen. Die Krankenkasse ist kein Ding. Ne? Also es ist einfach alles taken care of. Ne? Und dann habe ich ja auch gemeint, weißt du, es ist fast so, ich kann gar nicht anders. Ich habe so dieses Outlet gefunden und irgendwie ein Talent dafür. Ganzer Bescheidenheit möchte ich das hier sagen. Und es ist so, ich kann gar nicht anders. Das ist so meine schöpferische Energie, die da reingeht. Und es fühlt sich so natürlich an, dass auch wenn ich es in Frage stelle, ich mich selber fast schon auslache, weil ich weiß, du musst das tun. Es geht gar nicht anders. Ja. Ich seh das auch. Also oftmals denke ich irgendwie, ich werde instrumentalisiert. Von dir selbst. Ja, vielleicht auch von einer höheren Macht tatsächlich, dass ich das sagen muss, dass ich ein Sprachrohr bin. Mhm. Ding ist wahrscheinlich ein bisschen arrogant oder voll, der hält Marke völlig Hybris hier. Ist so. Wir sind voll abgedriftet in diesem Energy-Talk. Ne? Also schreibt mal bitte, was ihr von unserem Talk gerade haltet. Das läuft gerade ganz spontan und impulsiv. Es ist tatsächlich so, auch mein erstes Buch, ich meine, es war ja nicht geplant, ein Out of a Sudden kommt da irgendwie als erfolgreichste Wirtschaftsbuch 2013, 300.000, 400.000 Auflage aus dem Nichts eigentlich, wo alle überrascht waren, bei einem ganz, ganz kleinen Verlag. Und ich glaube auch einfach, es musste so sein, es war gewollt. Und genauso auch dann den Erfolg der letzten Jahre irgendwie mit YouTube oder mit den Auftritten, mit den weiteren Büchern und so weiter. Also ich glaube, nichts geschieht ohne Grund. Und ich glaube auch tatsächlich, dass ich davon so eine Art, ja, ich möchte jetzt mal göttliche Woge nennen, getragen werde. Und genauso wie du frage ich mich auch oft, warum mache ich das überhaupt? An Tagen, wo du vielleicht nicht so mental stabil bist, wo du Hate bekommst, wo irgendwelche Trolle was schreiben in der Anonymität des Internets, ja, wo du dann diskreditiert wirst oder ausgeladen wirst, weil hier Kontaktschuld etc. Und dann fragt man sich schon, oder auch meine Frau fragt, hey, warum eigentlich? Komm, chill doch einfach. Mhm. Wir können doch einfach jetzt hier, was ich, reißen und Füße hochlegen. Aber irgendwie ist man ein bisschen getrieben. Und es befriedigt einen ja auch, Menschen zu erreichen, allein hier auf dem Event oder auch in den Kommentaren, wenn Leute sagen, hey Mensch, Marc, toll, was du gemacht hast, dass du den Diskurs belebst, dass ich das Gespräch mit Jasmin sehen durfte, auf dem Panel die Leute zu sehen, so nahbar. Und das ist eigentlich der größte Lohn, den man bekommen kann. Dass Leute wirklich heute Morgen beim Frühstück hat mich tatsächlich eine Frau einfach umarmt und einfach mal Danke sagen für die Arbeit, für den Diskurs oder für die letzten Jahre während der Corona-Zeit. Geht es dir aus, dass Menschen dich auf der Straße ansprechen oder gibt es auch Anfeindungen oder wie ist es bei dir? Also das Erste, was mir dazu einfällt, ist für mich fast überraschend zu hören, dass du halt auch mal diese Down-Phasen hast. Das ist natürlich total menschlich, aber weil ich sehe dich immer nur quasi in dieser positiven Energie. Und natürlich gehört das andere auch dazu. Ne? Einatmen, ausatmen, Yin-Yang, Schattenlicht und so weiter. Jetzt,
wenn ich das auf mich beziehen darf, also ich werde eigentlich so gut wie gar nicht mehr angefeindet. Also außer, natürlich, du hattest mir vorhin noch kurz was gezeigt, irgendwie wegen dieser Veranstaltung, irgendwie so eine kleine linke Organisation hat da irgendwas über mich geschrieben, aber also das juckt mich irgendwie gar nicht mehr so sehr. Und es ist auch tagesformabhängig, das wirst du auch kennen. Es gibt Tage, da berührt dich dieser Twitter-Kommentar der Fiese viel mehr als andere Tage. Ja. Und das hängt davon ab, ganz ehrlich, das hängt von banalen Dingen ab. Habe ich gut geschlafen? Habe ich gut gegessen? Sex. Ja, bei zum mir. Beispiel. und davon ist das abhängig, ja, von so ganz irdischen Dingen, wie meine Konstitution komplett an dem Tag ist. Jeder kennt, jeder hat mal gute Tage, schlechte Tage. Da steht man mit dem falschen Bein auf, da ist man sensibler, näher am Wasser gebaut, wahrscheinlich auch hormonell. Und nochmal, da kann ich dir auch gleich die Angst nehmen. Also ich bin zwar immer positiv denken, für mich ist das Glas immer halb voll, aber natürlich habe ich Tage, wo es mir scheiße geht, wo ich das Glas als halb leer sehe oder völlig leer ist, weil einfach die Batterie leer ist oder weil die Kraft gezogen wird oder weil einfach die Sterne schlecht stehen. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ja? Und dagegen kann man auch nichts machen. Und dann ist es wahrscheinlich am besten, sich ins Bett verkrümeln und sich keine Gedanken machen. Aber es gibt auch oft Kommentare, die dann in der Anonymität des Netzes geschrieben werden von irgendwelchen Hatern, wo du dann wirklich dann Energie verschwendest eigentlich, weil sie es nicht wert sind. Ne? Und ich kriege auch keine Anfeindung. Aber wirst du denn schon erkannt? Gibt es schon Leute, die sagen, hey Jasmin Kosenbeck, danke für deine Arbeit am Flughafen, im Zug, beim Einkaufen, im Edeka? Also ich meine, Wird mehr, warte ab. Es ist natürlich auch so, es kommt ja darauf an, wie ich aussehe. Ne? Also wenn ich jetzt in so einem Aufzug hier rumrenne, erkennt mich natürlich jeder. Wenn ich in Berlin mit Dutt, Brille und ungeschminkt rumrenne, dann wird es ein bisschen schwieriger, mich zu erkennen, was aber auch irgendwie ganz angenehm ist. Ne? Ist nicht so schlimm. Aber natürlich ab und zu mal, oder es gibt bestimmte Clubs, die ich in Berlin besuche. Und es ist eigentlich lustig, weil dort erkennen mich immer, also ne, relativ groß, viele Leute. Und da spricht mich immer eigentlich die eine oder andere Person an, was wirklich auch für diesen Club spricht. Weil man denkt ja immer, ja, diese hedonistische Clubkultur, eher so linksgrün versifft, von mir aus in Anführungsstrichen. Aber da sind so viele interessante Leute auch zugegen. Und freue mich auch immer, wenn ich da angesprochen werde. Hatten wir auch immer einen schönen Abend und man kann sich unterhalten über unterschiedliche Sachen. Und das ist irgendwie immer ganz interessant eigentlich. Ja, generell glaube ich, dass unsere Gesellschaft sowieso die Toleranz abhanden gekommen ist. Man soll einfach tolerant sein. Es gibt tolle Clubs, es gibt tolle Leute aus der linken Szene. Also ich komme ja aus der linken Szene etc., auch aus der konservativen Szene. Also ich habe Freunde aus allen Lagern eigentlich. Ja. Und deswegen sind sie keine schlechten Menschen, nur weil sie jetzt irgendwie die oder die Partei wählen oder so und so denken oder den Fußballverein toll finden. Was ist denn deine Intention mit deinem Kanal? Also natürlich wahrscheinlich die Existenz zu bestreiten, aber gibt es denn auch irgendwie, wo du sagst, da ist ein höheres Ziel dahinter? Was treibt dich denn an? Warum macht Jasmin Kosenbeck das, was sie macht? Mhm. Also natürlich möchte ich auch meine Existenz sichern. Ja, da hast du vollkommen recht. Ne? Legitim. Ist absolut wahr. Und da gibt es verschiedene Anteile von mir. Manche sind so ein bisschen so ego-getrieben, ja, dass ich das schon schön finde, dass ich auch Zugang habe zu so interessanten Personen. Und dass ich auch so einen interessanten, außergewöhnlichen Job habe. Und das sind so diese Ego-Anteile, würde ich sagen, die da ganz präsent sind. Siehst du dich gerne selbst? Kannst du dich anschauen oder hörst du dich gerne? Das ist nicht so wichtig für mich tatsächlich. Okay. Ja, also okay. Es geht jetzt nicht, dass du repräsentiert wirst? Nein, und, okay. Also das ist ja das Interessante. Ich hatte ja mit einem Traumatherapeuten ein Gespräch und da ging es auch darum, dass den Beruf, den du auswählst, auch was über deine, sagen wir mal, Traumastrategien oder deine Kompensationsstrategien aussagt. Okay, welches Trauma hast du? Und wir haben alle Entwicklungstrauma, ja. Also wir haben alle irgendwie irgendwas. Vielleicht auch nicht, muss auch nicht sein. Aber dass der Moderator oder die Moderatorin natürlich gerne Verbindung herstellen möchte, sich selber aber in den Hintergrund stellt, weil sie von sich nicht so viel preisgeben will. Und das trifft auf mich, glaube ich, zu, weil du wirst ja auf meinem Kanal keine Videos über mich von mir sehen. Ja, wer bist du eigentlich? Ganz genau. Wer ist Jasmin Kosenbeck überhaupt? Lass uns mal dran teilhaben. Und das ist eine interessante Sache, die ich in letzter Zeit öfters reflektiert habe. Auch mit dem, was jetzt der Traumatherapeut mir da gespiegelt hat in dem Gespräch. Und ich so, wow, stimmt. Ja. Ich will Verbindung herstellen zu anderen, kann mich aber da komplett in den Hintergrund verlagern. Genau, den Eindruck hatte ich immer, weil ist immer so eine Art Schutzschild. Ich habe dich ja dann privat kennengelernt bei unserem ersten Aufeinandertreffen. Und da saßen wir im Auto hinten, das war ganz lustig. Und ich hatte ein ganz anderes Bild von dir. Aber das, die wahre Jasmin Kosenbeck war viel sympathischer, viel netter, viel herzlicher, als ich es mir hätte vorstellen können. Mhm. Also ich hatte vorher schon einen positiven Eindruck, aber das hat einfach so gepasst und es war so hey, bam, bam, bam und es war so ein Schlagabtausch und lustig und sehr charmant und einfach ehrlich, authentisch. Und ich habe echt dann auch zu meiner Frau gesagt, hey, die Jasmin ist noch cooler in real life als vor der Kamera. Also du hast einen gewissen Schutzschild vielleicht aufgebaut durch vielleicht auch RT und so weiter. Ja, auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall wahr, dass ich natürlich
gemerkt habe, okay, und ich habe sie ja auch in dem Interview zwischen uns, den zweiten, auch erzählt, dass von mein öffentliches Ich und mein privates Ich, da ist natürlich ein Delta. Ja, ja, ja. Und nicht so, dass man jetzt denkt, oh Gott, die ist ja ganz anders. Nein, aber es ist wie so eine Zwiebel. Ne? Man hat so eine andere Schicht und man gibt ein bisschen weniger von sich preis. Aber du hast absolut recht, dass man eigentlich über mich gar nicht so viel weiß. Aber ich glaube, also ich glaube jetzt, ohne jetzt dir da nahe zu treten zu wollen, also natürlich verstehe ich das als Selbstschutz, als Mauer, aber ich glaube, du könntest durchaus ein bisschen mehr von dir preisgeben. Ja. Ich glaube, es würde dich noch nahbarer machen, noch menschlicher machen, noch sympathischer machen, noch mehr Follower gewinnen natürlich, weil du einfach eine großartige Person bist. Du bist ein feiner Kerl und das wissen die Leute auch zu schätzen. Das feiner Kerl nehme ich jetzt mal ganz asexistisch an. Ja, das ist asexuell, oh Gott, das darf man es überhaupt noch sagen. Ups, natürlich darf man das sagen, ja. Aber das ist auch etwas, wie gesagt, habe ich in letzter Zeit öfters reflektiert und ich habe auch so die Idee, ein Video zu machen. Yes. Tatsächlich, wer ist Jasmin Kosobek? Weil das ist das Thumbnail jetzt für das Video. Ja, na, hier habe ich jetzt nicht so viel preisgegeben, aber es ist sehr interessant, dass das jetzt hier nochmal so gespiegelt wird und so reflektiert wird, weil da ist auf jeden Fall was Wahres dran. Ja, ja, aber wer ist denn Jasmin Kosobek? Gib uns doch mal kurz vielleicht einfach ein bisschen Insights. So. Ein bisschen Insights. Weißt du, diese Frage ist dann so allgemein gestellt, weil das ist eine, wer ist Jasmin Kosobek? Ich meine, das, aber keiner kennt dich besser als du dich. Ja, auf jeden Fall. Das auf ist Tiefen und das Höhlen. Ist wahr, aber da zitiere ich ja gerne den Peter Hane, der ja sagt, alles ist Biografie. Und die Person, die ich heute bin, ist alles, was über die letzten 36 Jahre war. Also 36 schon mal. Ich bin 36, jetzt wissen wir es. Das ist überhaupt kein Geheimnis. Genau. Ja, ich glaube auch, dass wir das Resultat unserer Erziehung, unserer Erfahrungen sind, sowohl alles Höhen und Tiefen, alles ist Biografie, aber ich glaube, wir bringen auch was mit. Also ich glaube an Reinkarnation. Ach so. Ach so, du glaubst an Reinkarnation? Ja, da habe ich keine abschließende Meinung dazu. Okay. Aber ich bin auf jeden Fall nicht, ich gehöre nicht zu den Tabula Rasa-Leuten, dass ein Kind quasi eine weiße, ein unbeschriebenes Blatt ist. Und alles anerzogen wird, das glaube ich nicht. Willst du Kinder? Ja, wenn es noch in den Sternen steht, eventuell, ja. Aber das kann ich jetzt nicht so richtig steuern. Ja, müsst ihr in Eierstöcken stehen, glaube ich. Wahrscheinlich, also hormonell bedingt. Ja, wärst nicht jetzt irgendwie jemand von der Fraktion nach dem Motto, nee? Ich bin kein Antinatalist unter keinen Umständen. Ich finde das großartig, wenn Familien Kinder haben, wenn Familien gegründet werden. Als Frau bin ich natürlich auch dankbar, dass ich in einem Land lebe, wo ich nicht auf meine Reproduktion reduziert werde. Natürlich, das ist großartig. Und gleichzeitig freue ich mich natürlich, wenn Frauen einen Partner finden und mit dem Kinder kriegen können und eine Familie gründen können und da auch darin auch aufgehen können und nicht gezwungen sind, nebenher noch Vollzeit zu arbeiten, was wirklich sehr anstrengend ist. Das ist eine Mutter, die Hauptaufgabe in den ersten Jahren zumindest, ist wirklich für das Kind da zu sein. Ja. Und ich möchte dieser Frau aber natürlich niemals absprechen, dass sie dann danach nicht auch noch andere Dinge tun kann. Selbstverständlich kann sie das. Ja. Und wir leben in einem Land, wo, wie gesagt, die Frau auch alle Möglichkeiten hat. Und dafür bin ich, und dafür bin ich unendlich dankbar, auf jeden Fall. Absolut. Also Emanzipation finde ich sehr, sehr wichtig. Und die wird auch, glaube ich, so in Deutschland gelebt wie fast in keinem anderen Land. Was macht denn Jasmin Kosobek in ihrer Freizeit, wenn sie nicht vor der Kamera steht und großartige Interviews führt? Ja, ich liebe meine Freunde und ich habe einen großartigen Freundeskreis. Cool. Und mit denen verbringe ich viel Zeit. Es ist immer so phasenweise, was ich so mache. Ich gehe auch viel zum Sport, so Hot-Yoga und so weiter, im Winter vor allem. Und im Sommer suche ich mir dann irgendwie was anderes. Im Sommer, jetzt fängt es ja dann an, fahren an den See, verbringe dann mal den ganzen Tag am See. Mhm. Aber wie gesagt, Freunde sind für mich schon so die oberste Priorität. Also gute Beziehungen zu haben in meinem Leben ist für mich unglaublich wichtig, weil ich auch irgendwann mal in einem Interview gelernt habe, die Qualität unseres Lebens hängt von der Qualität unserer Beziehungen ab. Ist so. Und das kann ich eindeutig unterschreiben. 100%. Ja. Vor allem in schweren Zeiten, wo man weiß, man kann sich auf jemanden verlassen, es ist jemand für jemanden da. Und da zeigen sich auch dann die wahren guten Beziehungen, Freundschaften, Partnerschaften. Ja. Gibt es denn ein Land, du bist ja viel gereist, das weiß ich, gibt es ein Land, wo du sagst, wow, das hat mich wirklich umgehauen, da würde ich gerne nochmal hingehen, also vielleicht sogar leben? Das ist interessant. Also umgehauen hat es mich, also wo ich wirklich einen Kulturschock bekommen habe, war in Tokio. Also als ich da, ich war, also und ich bin tatsächlich schon in einigen Ländern gewesen, aber ich war so geflasht. Ich habe gedacht, wow, wo bin ich hier gelandet? Öffentliche Toiletten sind sauber, alles high-tech, alles ordentlich, also irre. Ja. Auch natürlich ein bisschen uptight, also so alles sehr, sehr streng. Das merkst du, du spürst das auch irgendwie. Und das stelle ich mir dann auf Dauer anstrengend vor. Aber wie gesagt, Japan ist ja auch irgendwie, es ist ja eine Insel und ist auch größer als nur Tokio. Das heißt, Japan ist wahrscheinlich bei Osaka oder wie auch immer, Kyoto, auch anders als jetzt in Tokio. Ne? Und da, diese Ecken kenne ich nicht. Aber da, also Japan würde ich super gerne noch entdecken. Ja.
Was jetzt andere Länder angeht, ich fahre eigentlich überall okay. gerne mal hin. Auswandern ist natürlich etwas, was immer mal wieder so im Kopf ist. Aber ich möchte mich auch nicht irgendwie vertreiben lassen. Da hat eigentlich okay. tatsächlich mal Telegram-Kommentator gemeint, ja, ich lasse mich hier doch nicht vertreiben. Wenn ich ja. gehe, dann gehe ich freiwillig. Genau. Ja. Und genauso sehe ich das auch. Wenn ich schön. Gehe, dann ist es, weil ich möchte und nicht, weil ich mich gezwungen fühle zu gehen. Ist natürlich, finde ich sehr gut. Ich sehe es genauso. Ich möchte eigentlich gerne hierbleiben, möchte eigentlich gar nicht gehen. Ich möchte, dass eher die Umstände sich hier verbessern für uns alle und dass vielleicht die Leute auch wieder zurückkommen, wer weiß. Ist natürlich eine Frage, die auf der Hand liegt, ist, warst du denn schon mal in Russland, wenn du für RT gearbeitet hast? Ja, ja? Auf jeden Fall. Also, was war da dein Eindruck? Ist es so schlimm, wie es teilweise berichtet wird? Also ich war 2016 in St. Petersburg und einmal in Moskau. St. Petersburg und Moskau sind natürlich wunderschön, großartig, riesig. Also Moskau vor allem, St. Petersburg größer, als man glaubt. Ja. Wunderschöne Städte. Und dann 2019 bin ich quer durch Russland gereist, also bis nach Vladivostok. Wow. Und habe da auch schon gute Eindrücke, sagen wir mal, sammeln können. Und Russland ist, es erinnert mich immer ein bisschen an Brasilien auch. Meine Mutter ist ja Brasilianerin und das ist halt auch ein Schwellenland. Das heißt, in Schwellenländern, was da für mich so charakteristisch ist, ist, dass du hast auf der einen Seite das First World in Moskau und du hast Dritte Welt. Also, dass Leute Sibirien. In irgendeinem Dorf sind und Wasser noch pumpen müssen in so einer Zentralpumpstelle. Und so sieht Russland halt aus. Mhm. Und ich glaube, man kann sich einfach diese Geografie als Europäer nicht so richtig vorstellen. Und die Dimensionen sind so irre. Und natürlich beeinflusst die Geografie, wie ein Land regiert wird. Hm. Absolut. Die Umstände, das Umfeld. Ja. Deutschland wird ja auch davon beeinflusst, dass es mitten in Europa liegt. Ja, die Geografie, dafür können wir nichts. Ja. Aber das beeinflusst die Art und Weise, wie wir hier politisch uns positionieren, wie wir agieren in der Welt. Hm. Und dasselbe gilt natürlich auch für Russland mit der längsten Grenze zu unterschiedlichsten Nachbarn. Hm. Und das beeinflusst natürlich auch, wie die Politik gemacht wird. Frag mich jetzt nicht, wie in jedem Detail, aber das ist etwas, was mir dann ziemlich offensichtlich geworden ist, als ich da durchgereist bin. Ja. Glaube ich. Okay. Gibt es denn was du bereust? Also bereust du zum Beispiel, dass du bei RT tätig warst? Überhaupt nicht. Okay. Also, was anderes in deinem Leben, wo du also, das bereust tatsächlich? Eigentlich nicht, weil Reue ist eigentlich immer ein Indiz dafür, dass man nicht glücklich ist, wo man gerade ist. Wenn ich jetzt heute sage, ich bereue XY, dann bedeutet das eigentlich, dass ich nicht zufrieden bin, an dem Punkt, wo ich jetzt bin. Ja. Und das ist, so versuche ich mit diesem Gefühl von Reue, das natürlich da ist, umzugehen, weil das bedeutet, irgendwas ist jetzt nicht in Ordnung. Weil jetzt habe ich dieses Gefühl von Reue. Aber grundsätzlich bereue ich nichts, weil es mich ja dahin gebracht hat, wo ich heute bin. Ja. Und ich würde auch niemals meinen ehemaligen Arbeitgeber verleugnen, weil er mir auch das ermöglicht hat, was ich heute mache. Er ist Teil deiner Biografie. Er ist Teil meiner Biografie, selbstverständlich. Und ich meine, war alles super? Nein. War alles scheiße? Natürlich auch nicht. Mhm. Ich war aber 7 Jahre dort. Und es wäre so absolut inauthentisch, wenn ich jetzt hier sitzen würde und meinen ehemaligen Arbeitgeber schlecht reden. Das glaubt mir doch eh keiner nach 7 Jahren. Ja. Und deswegen sage ich, ich habe dort gearbeitet, das gehört zu mir, es gehört zu meiner biografischen Schuld, wenn man so möchte. Ach, Quatsch. Ja, so hat es einmal jemand treffend formuliert. Ja. Das nehme ich an, das gehört dazu und fertig. Ja. Ja. Hast du Angst? Wovor denn? Ich denke mir nur, was kommt jetzt? Jetzt gehen wir ins Arbeiten, jetzt mache ich dir die Haare. Nee. Ich war ja 2-mal auf deinem Kanal und ich fand, es war jetzt auch überfällig, dass du bei mir auftrittst. Und ich muss sagen, es war sehr, sehr kurzweilig. Der Kameramann hat schon hier wild gewunken, weil ich wollte eigentlich kürzer mit dir sprechen, aber es macht so viel Spaß. Wir müssen es auf jeden Fall wiederholen. Und wenn ihr das auch so seht, bitte mal kommentieren und einen Daumen nach oben geben, teilen und natürlich bei Jasmin vorbeischauen im Kanal, weil der ist auch sehr, sehr gut. Und ich danke dir auf jeden Fall für dein Tun, für deine Zeit, für deine Offenheit und dass wir uns über den Weg gelaufen sind, finde ich auch großartig und dass du mir jetzt vertraust mit deinen Haaren. Mhm, ganz bestimmt, ja, so weit kommt es noch. Ne? Ich danke dir auch für die Einladung und danke dir für die Zeit auch. Danke, Jasmin.